mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, you many foes. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt es tatsächlich gesehen, denke ich. Zumindest mal eben auf die Schnelle die Palisade durchgezogen. Und wir haben hier so ein bisschen was noch aufgewertet. Beziehungsweise angehoben, den Erdboden, soweit es ging. Es kostet natürlich richtig viele Steine. Aber jetzt haben wir hier tatsächlich noch eine Fläche für einen kleinen Garten, den wir dann noch anlegen können. Ein bisschen was muss ich hier vorne aufschütten. Das soll hier einmal so ein bisschen um die Ecke gehen mit unserem Beet. Und ja, je nach Bedarf können wir hier hinten noch eins machen und hier drüben auf der Seite können wir noch so weit nach rechts gehen, wie wir gerne möchten. Ist hier schon wieder schlecht Wetter angesagt. So, Kohle ist noch ein bisschen da. Haben wir denn noch irgendwelche Erze zum Durchschmelzen? Boah, ein bisschen was wäre sogar noch da. Feuer mal rein, alles da. Oh Gott. Das ist ja wieder zu schwer, der arme Bursche. So, Moment. Rein damit. So. Bis auf einen Zinn kann da schon mal alles durchlaufen. Ich bin tatsächlich, als ich im Wald war, verprügelt worden von diesen fiesen, bösen Grauzwergen. Die haben erstmal meinen Wagen kaputt geklöppelt. Alles in allem war das jetzt nicht so schlimm. Ich brauchte nur eine Werkbank setzen, da konnte ich einen neuen hinstellen. Die Ressourcen waren ja noch da. Die müssen wir auch mal... Ach du Scheiße, hier kommt es gar nicht rein. Gut, hier müssen wir vielleicht auch nochmal was bauen. Naja, gehen tut's, aber... Träumchen sieht jetzt auch anders aus. Oh mein Gott. Na, es muss alles noch ausgebessert werden. Nach und nach werden wir schon noch ein paar Steine kriegen. Dann schütten wir das hier nochmal vernünftig auf.
Aber da habe ich gleich eine kleine Verteidigung, ne? Mit unserem aufgeschütteten Berg hier. Das wird schon werden. Haben wir hier die Kante, die gefällt mir ja noch gar nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das ausgebessert bekommen. So, steht denn mein Wagen? Irgendwo hier hatte ich nochmal einen Wagen abgestellt. Oh. Ja, hier ist er doch. Aber was zu essen brauchst du auch noch. Und wir machen uns erstmal einen Schwung Bronze. Dass wir uns eine anständige Waffe machen können, ne? So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Ja, kannst du so einiges. Oh, so einiges machen. Dann nehmen wir hiervon auch schon mal 10 mit. Das können wir tragen, oder? Nee. Ernsthaft? Naja, wir schmeißen ein bisschen Holz weg. In die Kiste, dann sollte es hoffentlich gehen. Ja. Okay. So, 5-mal Bronze. Stell mal her. Mal gucken, was wir jetzt mittlerweile schon zusammen haben. Oh, bin ich schon wieder zu schwer, glaubt man es denn? Lass ich die Bronze erstmal eben hier. So. Das heißt, wir können uns zum einen mit 4 Holz das Schild machen. Und ich denke, wir machen uns auch den Streitkolben. Da brauchen wir 8 Holz und 3 Lederreste. Faustschild. Ja, können wir aus den Streitkolben machen. Hau mal rein. Brauchen wir noch 2 Bronze mehr und natürlich, ach so, oder die Rüstung. Ne? Ja, ich glaube, das Schild kann noch einen Moment warten. Das bauen wir uns auch als nächstes, aber die Rüstung würde ich beide Teile hinbekommen. Das wäre ja schon ziemlich cool. Beinschutz und Brustpanzer. Ja, komm, das ist cooler. Immer hier so. Sortiere gleich ein bisschen mit weg. Hier kriegst du die Samen rein. Streitkolben nehmen wir. Für die Hacke, die können wir auf jeden Fall mal da lassen. Hier beim Werkzeug erstmal reinschmeißen, aber machst du vorher bitte noch heile alles. Wunderbar. Werkzeug. Danke. Ich trage jetzt schon zu viel. Oh. Hoppla. Kannst du hier noch die Steine mal eben reinwerfen. Da können wir sogar vielleicht noch ein bisschen was aufwerten. Und wir machen uns die nächsten 5 Bronze. Richtig nice. Beinschutz. Der Brustpanzer. Und jetzt wird es, glaube ich, dünn. Mir würde jetzt erstmal nicht gehen. Was kostet denn der Helm? Gibt es hier noch einen Helm? Bronzehelm. 5. Kriegen wir noch 2 Bronze hin? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, kein Kupfer mehr da. Dann lassen wir das erstmal hier. Und ziehen uns mal das gute Zeug über. Guck mal, wie schnieke. Das sieht aus, als hätte er nur Schuhe an, so Bronzehosen. Das sieht eigentlich gar nicht danach aus. Dann können wir die restlichen Klamotten erstmal wieder auf Eis legen. Lederhosen, TrolllederTunika. Wir müssen noch einen Troll erlegen, damit wir uns den Umhang machen können. Da brauchen wir nämlich leider 10 für. Ausrüstung? Ausrüstungskiste habe ich noch gar nicht. Dann machen wir das mal hier rein. So. Leg das Holz mal dazu. Ein bisschen Harz. Dann zischen wir gleich nochmal los. Hier kann das Leder noch rein. Wie viele Pfeile habe ich? Das sollte eigentlich genügen. Müssen wir was Anständiges zu beißen mitnehmen. Wir gehen mal rüber in die alte Base und holen nochmal ein paar Klamotten ab. Und zwar auf jeden Fall auch die Bienen. Lass uns mal das hier essen, würde ich sagen. Gewicht 2,4. Das stimmt, ne? So viel brauchen wir jetzt auch nicht mit uns rumschleppen. So. Hätte ich vielleicht sogar lieber noch Honig dazu essen sollen, aber naja, was soll's. Soll ich den Wagen mitnehmen? Oh. Oh, sehr gut. Da musst du auch noch was aufschütten, da ist noch eine Lücke drin, aber ich denke fürs Erste wird es zumindest reichen, um uns vor den vor dem Kleinkram ein bisschen zu schützen. Vielleicht holen wir uns noch die ein oder andere Nixie hier gleich am Wasser. Oh, ich habe die Bronzesachen nicht repariert. Das sollte ich dringend vorne mal tun. Ach, guck mal hier. Hallo. Feuerstein nehme ich gleich mal mit. Das ist ja mein Haus. Mein erstes da hinten. Mal ab und zu ein bisschen Feuerstein mit aufsammeln. Können wir gut für Pfeile gebrauchen. Sollten wir ruhig mitnehmen. Das ist ein Reh. Aber hier allzu viele Nixen sind die aber nicht gerade da hinten. Aha. So. Yummy. So. Und da hinten latscht noch eine rum, die nehmen wir noch mit, die eine. Und dann sind wir doch gar nicht mal so schlecht ausgerüstet, wenn wir jetzt noch einen Schwung Kupfer holen können. So, hier fahren wir es mal ab hier bitte. Reiß die Teile mal weg. Die bauen wir natürlich bei uns in der Base auf. Ich will mal schwer hoffen, dass ich die Bienen jetzt dabei habe. Alle 4? Ja. Okay, sehr gut. Gucken, ob wir noch irgendwas Spannendes hier zurückgelassen haben, was wir mitnehmen können. Hier auch eine kaputte Axt, die kannst du nicht mal hier lassen. Oh, mal gucken, hier was zu beißen. Die Trophäen sind wahrscheinlich sogar ziemlich schwer, ne? Oh, jo.
Nehmen wir trotzdem alles mit rüber. Oh mein Gott, wertvolle Sachen. Die nächsten Trophäe. Das Fleisch nehmen wir mit. Na gut, hier ist nur noch Schrott und so weit. Zerlumpte Hemden. Das brauchst du jetzt dann wirklich nicht mehr. Das Einzige wären hier noch die Beeren. Ja, komm. Nein, Löwenzahn jetzt auch nicht unbedingt. Ein Harz für die nächsten Trophäe. Und vier Beeren, wenn ich immer wieder vorbeikomme und Kohldampf habe. So. Zu. Das war's. Die wichtigsten Sachen haben wir hier raus. Was wir hier allerdings nochmal veranstalten könnten, wäre uns einen kleinen Hafen hier dran zu setzen, dass wir von hier aus mit unserem ersten Schiff durchstarten. Aber auch dafür brauchen wir noch ein bisschen Kupfer für die Bronzenägel. Aber das gehen wir jetzt gleich mal an. So. Nimm doch mal eine Keule fürs Kämpfen, bitte. Wir bringen die Sachen erstmal zurück in unsere Base. In die neue. Moin, ihr Schweine, geht weg. Ich habe keinen Platz, um euer Leder mitzunehmen. Oh, da liegt ein ganzer Haufen Steine. Schon wieder halb verlaufen hier. Ach, dein Ernst. Also die Rüstung macht einen schon deutlich langsamer, ne? Das muss ich ja mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Vielleicht sollten wir hier nochmal eine Tür einbauen. Und mit vielleicht meine ich ganz sicher. So. Was haben wir denn jetzt? Hier mal ein bisschen Feuerstein. Ein paar Sachen zu futtern. Das kannst du mal. Schon mal alle dranhängen. Hier, die macht man hier rein, alle. Oh. So. Hier rein. Dann. Den Honig hier tatsächlich rein. Sehr gut. Die ganzen Trophäen bringen wir unter. Alles hier rein. So. Und die nächsten Trophäe. Da ist die Truhe auch schon voll. Ein paar Samen. Und dann können wir schon aufbauen. So. Auch noch ein bisschen Holz. Jo, haben wir. Sehr gut. Dann würde ich nämlich tatsächlich sagen, die Bienen machen wir erstmal hier oben hin. So.
Ist der blau oder passt da noch einer drunter? Ne, der ist. Das geht so nicht. So, jetzt, ne? Ja. Nee. Hä? Scheiße, ist doch nicht dein Ernst. Das passt so. Bienen, Bienen, Bienen. Wo sind denn die Bienen? Hier. Die ballern wir jetzt tatsächlich hier an den... Was ist denn hier da? Die Einflugschneise. So ist richtig, ne? Haben wir die hier oben drauf? Ist zu dicht am Zaun, ne? Oder? Nee, ist okay. Liebe Bienen. Das lässt sich ja schon wieder ganz schön bescheuert da drauf platzieren. Ja, so. So einen seichten Abstand. Oh mein Gott. So. Nummer 4 sollte da jetzt aber auch noch drauf passen. So. Jetzt stellt sich wieder die größte aller Fragen. Leute, die Bienen sind glücklich. Dann passt das. Wir haben den Vorteil, dass wir sie diesmal weit genug weg haben, dass wir das Gesumme nicht ständig hören müssen. So, sehr gut. Habe ich denn schon wieder Hunger? Ah, okay, da waren ja noch ein paar Barren. Das reicht aber nicht, da kannst du zwei... Ja, doch, zwei Bronze kannst du damit sogar noch herstellen. Warte mal. Ah, nee. Eins tatsächlich nur. Ja gut, das reicht nicht. Macht aber nichts. Wir brauchen sowieso noch deutlich mehr. Aber dann können wir noch mal schön schlafen gehen. Der Tag ist ja irgendwie schon wieder rum. Auch wenn wir dann jetzt leider nichts mehr durchschmelzen können. Schon wieder duster tatsächlich. Ach, das geht aber auch was schnell. Ja, dann kurzes Schläfchen. Und wir gucken uns nochmal an, wie man so einen Weg baut. Für den Wagen. Vielleicht mal. Und ich müsste hier noch ein bisschen Licht reinsetzen. Naja, schauen wir mal. Erstmal hauen wir uns hin. Ein gemütliches Schläfchen. Guten Morgen. Aua. So. Frisch und ausgeruht geht's los. Warum ist denn das Wetter jetzt wieder so scheiße? Ich wollte nicht bei Regen losziehen. Was willst du machen? Warte mal, hat der Wagen schon gelitten? Nee, eigentlich nicht. Ach so. Ich glaube, wir brauchen die Hacke, ne? Für die Wegesgeschichte da. Ja, Sekunde. Müssen wir die noch mal eben abholen. Ich sollte ein bisschen Holz mitbringen.
um das Tor noch drüben einzubauen. Ach, ein bisschen was hätte ich sogar noch. Ich weiß nicht, reicht das? Schauen wir gleich mal. So, Hacke. Ja. Guck mal ganz kurz, ob das hier passen würde. Mit dem Tor. Oh shit. Shitty. Nein, jetzt hör mal auf. Snap doch mal bitte an die Tür. Ja, ich glaube. Ja. Für eine Voraussetzung, ey. Lalala, lalala. Jetzt genug. Ja, haben wir. Oh mein Gott, oh mein machen wir gleich beide nochmal. Das machen wir ein Stückchen schräger. Machen wir so. Und so. Alter, ey, sag mal. Habe ich nicht alles wiederbekommen oder bin ich bescheuert? Ich hatte doch eben genug. Ich habe doch 19 Holz, hä? Warum geht das nicht? Ach, wegen der Werkbank oder was? Nee. Jetzt stand ich, glaube ich, nicht im Radius drin. Das könnte durchaus sein. Aber so ist doch gut jetzt. So passt es doch. Und jetzt hier auch mal anständig in die Base. Wunderbar. Gut. Der größte Sturm ist es noch nicht. Ein wenig Sonne scheint noch. Ach so. Ja. Also hier ist ja noch Grasland, was echt mal ziemlich frei ist. Wo wir gut laufen können. Problematisch. Wird es ja dann erst hier in den Waldstücken. Ne? Oder fährt der Wagen auch schneller auf so einem Weg? Wir werden es ausprobieren. Hier kommst du echt noch gut durch. Oh Gott. Oh mein Gott, da geht schon los. Würde ich tatsächlich glatt auch noch so lassen, dass wir hier um diese kleine Ecke des Waldes noch drumherum gehen. Dann können wir nämlich hier schön das Gras dann nutzen. Das geht ja easy. Der Wagen hat es, glaube ich, wieder hinter sich, fürchte ich. So. Ja, ziemlich geradeaus jetzt rein, ne? Ich würde den mal hier stehen lassen. Wir gucken uns das mal eben an.
das jetzt überhaupt funktioniert, ne? Befestigen, das ist doch, glaube ich. Ist das... Soll das der Weg sein? Man sieht auch nichts, ne? Weil es gerade jetzt natürlich hier wieder so tierisch neblig sein muss. Und warum gehe ich genau hier beim Stein rein? Das ist auch scheiße. Da muss ich dann tatsächlich alles aus dem Weg räumen, Leute, was hier so rumsteht. Da weiß ich aber nicht, ob sich das lohnt. Oh mein Gott, was ist denn los mit euch? Ja. Hallo? Kann er ausdauern? Gott, die Keule ist ja richtig schlecht. Wow. Wie ich es mir dachte, Keule tatsächlich nur für Skelette. Die Grauzwerge wird mit Sicherheit das Schwert besser sein. Weil das war ja immer gar nichts. Da bin ich ja mit der Bronzeaxt besser. Gut, ich werde noch mal ein bisschen rumprobieren. Mit unseren Wegen hier tatsächlich. Dass wir uns hier ein bisschen was freiräumen in den Dunkelwald. Quasi zum Kupfervorkommen direkt. Und zum Dungeon. Ne? Beim nächsten Mal schauen wir uns auch auf jeden Fall mal wieder ein Dungeon an. Hier schon gar nicht mehr so gut erkennen, was hier Weg ist und was nicht. Oh Gott, jetzt wird das Wetter auch noch so scheiße. Ich habe keinen Bock, jetzt hier unterwegs zu sein. Leute, wir machen Schluss. Ich ziehe mal durch mit dem Weg bis zum Kupfervorkommen und dann gucken wir uns beim nächsten Mal dann vielleicht mal an. Gut, dass jetzt hier tatsächlich funktioniert. Ich räume mir nochmal ordentlich frei. Oh, Panzer. Oh mein Gott, bei Rudi. Was ein Wetterchen. Hm, so bis hier schnetze ich mich durch. Das ist noch eine ganze Ecke. Versucht es mal ohne euch zu machen. Und freue mich dann auf die nächste Runde bei Valheim mit euch. Hat es euch gefallen? Dann lasst mir doch gerne einen Daumen da. Und ja, bis zur nächsten Runde. Danke fürs Zusehen. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. So, mal sehen. Ich finde den Weg ja jetzt schon nicht mehr wieder. Irgendwas, ne?